Hast du noch Zeit für ein Frühstück? Nein, ich muss um 8 im Theater sein. Auch wenn die Ursache für die Explosion, die heute Morgen Mohamed Boudia getötet hat, noch nicht endgültig geklärt ist, sind sich alle politischen Beobachter darüber einig, wem diese Tat zuzuordnen ist. Mohamed Boudia war leidenschaftlicher Anhänger der palästinensischen Bewegung. Er soll sogar, wie einige behaupten, Chef der Terrororganisation Schwarzer September in Frankreich gewesen sein. Aus arabischen Kreisen in Paris wird vermutet, dass die Explosion seines Autos in die Reihe von Attentaten einzuordnen ist, die vom israelischen Geheimdienst verübt wurden und die schon dem Vertreter der Fatah das Leben gekostet hat. Angenehmen Tag. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Vielen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wir müssen keine Stadtrundfahrt machen. Ich kenne Beirut. Wie lange bist du schon bei uns? Ich habe ein Training in Jordanien gemacht, im Dezember 1970. Aber viel gelernt habe ich nicht. Die meisten von denen gehörten zur europäischen Linken. Kleine bürgerliche Studenten, keine echten Kämpfer. Also richtig gekämpft hast du noch nie? Doch, habe ich für die Ziele des Schwarzen September auf eurer Seite. Unter Befehl von Abu Iyad. Ich habe in den Bergen gekämpft, bis zu meiner Beinverletzung im Februar. Sie können Bassam Abu Sharif befragen oder George Habash. Habash. Habash gehört nicht mehr zu uns. Das weiß ich. Und deshalb bin ich hier. Wir sind nicht einer Meinung. Ich glaube wie Sie fest daran, dass der Kampf der Palästinenser auf internationaler Ebene ausgetragen werden sollte. Arafat ist ein Verräter. Er ist bereit, jeden Kompromiss einzugehen. Unsere Organisation kämpft für die palästinensische Revolution. Und Feiglinge, die einen Verrat begehen, sind unsere Feinde. Ich wohne in London.
Da kann ich überaus nützlich sein. Mohammed Boudia, der die Operation in Europa geleitet hat, ist von israelischen Mossad-Agenten umgebracht worden. Ich könnte ihn, glaube ich, ersetzen. Du bist noch ziemlich jung. Ich brauche Männer. Und deswegen vertrauen sie mir nicht? Du musst dich erst beweisen. Du bekommst einen Auftrag. Was für einen Auftrag? André erklärt's dir. Und André wird auch Boudias Nachfolge antreten. Momentan ist er in Paris. Er wird dich kontaktieren. Wann? Wart's ab. Warte. Betrachte dich als Mitglied der PFLP. Du kannst André unterstützen. Leg dir einen Kampfnamen zu. Das ist wichtig. Den habe ich schon. Bist du André? Komm rein. Wir werden zusammenarbeiten. Du von London aus, ich von Paris. Aber ich will nichts von dir wissen, weder Adresse noch Telefonnummer. Such dir eine Kontaktperson, der du vertraust und deren Briefkasten du benutzen kannst. Kannst du damit umgehen? Gewöhnlich habe ich mit größeren Waffen zu tun. Was Besseres habe ich leider nicht. 5? Ist das alles? Was? Die Treppe hoch. Bring mich zu ihm. Bring mich zu ihm. Da vorn. Ruf ihn. Ruf ihn. Sir! Sir! Ja, was gibt's denn? Hallo. Wie geht's? Gut, und dir? Geht so. Willst du was trinken? Whisky. Bring ich dir gleich. Und du bleibst hier, bis du fertig bist. War ja klar. Was hat er ausgefressen? Nichts, aber wenn ich ihn nicht ständig kontrolliere, tut er nichts. Läuft nicht so gut in der Schule, hä? Hab die Prüfung nicht bestanden. Und warum nicht? Weil ich mich nicht konzentriere. Warum nicht? Ich hab gesagt, dass man fürs Abitur was tun muss. Ach, was soll's. Wenn ich's nicht schaffe, mache ich so wie du. Das heißt, wie ich? Dann gebe Spanischunterricht. Ist sowieso meine Muttersprache. Was redest du da? Hm? Ich habe meinen Abschluss in Wirtschaftswissenschaft. Von der Universität in Moskau. Und? Das ist doch nichts wert. Wer hat dir das gesagt? Mama. Ach, du hast das gesagt. Aber so ist es doch, Ilitsch. So was Respektloses. An was von dem, was geschehen ist, erinnern Sie sich noch? An absolut nichts. Der ganze Überfall ging so blitzartig schnell. Die Tür flog auf, die Tür vom Badezimmer flog auf. Und dann sah ich eine Waffe. Und das war's. Der Präsident der Warenhauskette Marks & Spencers wurde gestern Abend in seinem Haus schwer verletzt, als er von einem maskierten Mann angeschossen wurde. Der Vizepräsident der zionistischen Vereinigung, Monsieur Sif, hatte sich in der Öffentlichkeit immer für Israel stark gemacht.
thief is a very close of Menachem Begin, whom the British public knows very well, and had donated to Israel millions and millions of sterlings in order to help Israel killing the women and children of Palestine. Wieso ist hinter uns her? Warst du letzte Woche auf der Demo gegen Pinochet? Ich hab dich überhaupt nicht gesehen. Mich kotzen diese Demos an. Immer für oder gegen irgendwas. Und am Ende bleibt alles, wie es war. Aber die chilenischen Genossen müssen wissen, dass die Öffentlichkeit hinter ihnen steht. Die chilenischen Generäle und die CIA interessiert nicht, was wir denken. Wie war das denn beim letzten Putsch? Wir haben protestiert und was hat's gebracht? Die Tupamaros werden immer noch getötet. Das hier ist Krieg. Und den gewinnt man nicht mit Demos. Und wie gewinnt man ihn? Wie ich schon sagte, mit anderen Methoden. Welche denn? Worte bringen nichts. Es wird Zeit für Aktion. Ihr Tisch ist jetzt bereit, wenn Sie mir bitte folgen wollen. Danke. Ist es so recht? Ja. Was für eine Aktion? Die einen verpflichtet. Zu was denn verpflichtet? Na, zur Revolution. Was heißt Revolution? Willst du in den Untergrund gehen? Nein, in den Widerstand. Ich habe eine Gruppe gebildet. Ich möchte, dass du dich uns anschließt. Was ist das für eine Gruppe? Ich kann dir heute noch nicht viel sagen. Doch wir sind keine Nihilisten. Wir haben ein großes Ziel. Illich, den Kapitalismus mit den Mitteln der Guerillas zu bekämpfen, ist zwar romantisch, aber zum Scheitern verurteilt. Ich halte nichts von Gefechten, die erfolglos sind. Das ist der falsche Weg. Willst du die Hände in den Schoß legen? Sehe ich vielleicht so aus, ja? Bisher diskutierst du über linke Themen in Londoner Cafés. Ist das dein Weg? Und inzwischen landen die Genossen in Chile und Jordanien in Massengräbern. Vielleicht hast du vergessen, dass ich selbst Augenzeuge war. Herrgott, nochmal, siehst du denn nicht, dass das Kräfteverhältnis gegen uns spricht? Nein, kein Mythos. Sieh dir Che an. Was ist aus ihm geworden? Und er hatte mehr Erfahrung als wir beide. Was hat das für einen Sinn, gegen die Rechten in Lateinamerika zu kämpfen? Aber es wäre sinnvoll, die Rechten in Lateinamerika zu vernichten. Denkst du, die sind unabhängig? Hä? Die werden von den Amis kontrolliert, wie alle. Was bringt es, sie zu besiegen, wenn am Ende doch der Imperialismus triumphiert? Ich biete dir die Möglichkeit eines internationalen Kampfes rund um unseren Planeten. Alle Revolutionäre kämpfen gemeinsam zur gleichen Zeit. Hast du verfolgt, wie die Amis in Vietnam gedemütigt wurden? Sie haben sie in den Boden gestampft. Also erklär mir nicht, das Kräfteverhältnis spricht gegen uns. Das stimmt nicht. Und wenn wir so kämpfen, wie ich es gerade vorgeschlagen habe, bringt uns das Ruhm. Ach so, verstehe. Darum geht's, ja? Um Beifall. Das ist es, was dich antreibt. Bitte sehr. Sie gestatten? Danke. Das nenne ich Arroganz. Die typisch spießige Arroganz, die sich hinter revolutionärer Rhetorik versteckt. Du bist doch auch nur ein spießiger, beschissener Egozentriker. Ich rede hier von wahrem und echtem Ruhm. Nicht von dem, der von zionistischen Medien verbreitet wird. Das stimmt nicht, was du sagst. Ich spreche von der Genugtuung, eine Pflicht zu erfüllen. Von der stillen Genugtuung. Ich sag dir was. Für mich steht hinter jeder Kugel, die wir abfeuern, eine Idee. Weil wir nämlich im Einklang mit unserem Gewissen handeln, Nidia. Und sowas nennst du arrogant? Ja, Herrgott, nochmal, ich bin arrogant. Arrogant für die Unschuldigen. Weißt du was? Verdammt nochmal, sieh mich gefälligst an, wenn ich mit dir rede. Über mich wird man noch viel reden, das fängt schon an. Noch was. Von nun an heiße ich nicht mehr Illich. Ich bin Carlos. Der Anschlag gilt. Aber selbst hier in England, wo ein solcher Anschlag kaum zu erwarten ist, ist es sehr schwierig, die notwendige Aufmerksamkeit in der Bevölkerung konstant aufrechtzuerhalten, damit ein solcher terroristischer Anschlag vereitelt werden kann. Lord Jenner, ein Mitglied des Abgeordnetenhauses der britischen Juden, beschrieb den palästinensischen Guerilla-Anschlag als grausam und bestialisch und fügte hinzu...
Tag, französischer Zoll. Folgen Sie mir bitte. Die japanische Botschaft hat sämtliche Unterlagen, die sie bei sich hatten, übersetzt. Darunter sind Pläne für terroristische Anschläge in Europa mit sehr detaillierten Informationen über die Ziele. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, ich bin Marxist-Leninist und Mitglied der japanischen Roten Armee. Und ich bin aus ideologischen Gründen quasi Sympathisant der Palästinenser. Mehr sage ich nicht. Wenn Sie sich über Ihre politischen Aktivitäten ausschweigen wollen, aber vielleicht können Sie uns sagen, für wen das hier gedacht ist. Ich lese Ihnen mal die Übersetzung vor. Sie ist sehr aufschlussreich. Liebe kleine Miss Vollmond, ich bin krank vor Sehnsucht nach dir. Gestatte mir, deinen zauberhaften Körper mit Küssen zu bedecken. Unterzeichnet mit dein liebender Sklave. Kommen Sie mal. Was gibt's? Der japanische Genosse ist verhaftet worden. Wir müssen schnell handeln. Das hier. Alles bereit? Ja, nebenan. Komm mit. Ich habe ihn hier reingestellt. Unbedingt für mich nach London bringen. Noch heute. Was ist da drin? Was ist da drin? Waffen. Und Dokumente. Wichtig ist, dass du ihn bei dir zu Hause aufbewahrst und dann wartest, bis ich komme, denn Paris ist kein sicherer Ort mehr. Wir treffen uns jetzt mit André. Ich muss dir vorher noch was sagen. Was? In Beirut misstrauen sie. Deshalb wurde sein bisheriger Zuständigkeitsbereich zwischen ihm und mir aufgeteilt. Ist das wahr? Ja. Was? Ich habe gedacht, du wärst dafür vielleicht noch zu jung. Ich musste ihm beweisen, dass ich das kann. Und das habe ich auch gemacht. Also von nun an wirst du meine Anweisung befolgen. Was hat sie hier verloren? Sie wird den Koffer nehmen und mit dem Zug nach London fahren.
Was Neues von den Japanern? Nein, nichts. Ans Telefon geht auch kein Mensch. Ihr Versteck ist aufgeflogen. Das Netz zusammengebrochen. Die haben nichts in der Hand. Die werden sie abschieben, das ist alles. Furuya hat geplaudert. Ganz sicher. Ich habe Anweisungen aus Beirut bekommen. Die Japaner werden langsam hysterisch. Sie wissen zu viel. Sie wollen sie wiederhaben. Und wir werden ihnen helfen. Warum wir? Am Flughafen von Lod haben sie sich geopfert für unsere Sache. Wir sind es ihnen schuldig. Die französische Botschaft ist unbewacht, aber Vorsicht vor der amerikanischen Botschaft, wenn ihr die Straße überquert. Hier ist der Eingang. Ich glaube, wir sind in etwa hier. Die nächste links abbiegen, würde ich sagen. Lass mal sehen. Nein, wir hätten hier abbiegen müssen. Wir sind falsch gefahren. Wir müssen jetzt die nächste, da links. Das nicht? Wer? Wir sind zu spät dran. Carlos ist schon weg. Sollen wir aussteigen? Ja, kommt. Also rein. Keine Bewegung! Ich sagte keine Bewegung! Los darüber! Ein bisschen schneller jetzt geht! Aber Beeilung! Ein bisschen schneller! Hey, ihr da! Rüber zur Treppe, aber schnell! Los, 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 da rüber! Und jetzt rauf, die Treppe rauf! Macht schon! Geht da nicht drum rum! Habt ihr nicht gehört? Schön hierbleiben und die Treppe rauf! Hey, wer sind die Zweiter? Wer ist das? Hol sie her! Weiter gehen! Weiter! Schön hintereinander und die Hände hoch! Stehen bleiben! Kommt schon, weiter! Und weiter! Darüber, beeilt euch! Na los! Weiter gehen! Das Büro des Botschafters. Wo ist das? Wo ist das? Sind Sie der Botschafter? Ja, das bin ich. Ich habe ihn gefunden! Rein! Rein mit euch! Aber schnell! Los, los! Beeilung! Weiter!
Heute Nachmittag, kurz nach 17 Uhr, sind drei Mitglieder des japanischen Kommandos Rote Armee in die französische Botschaft in Den Haag eingedrungen und haben unseren Botschafter und acht Botschaftsangestellte als Geiseln genommen. Es gibt auch schon eine erste Forderung von Seiten des japanischen Kommandos. Sie fordern die Freilassung einer ihrer Leute, der gerade in La Santé eine Haftstrafe verbüßt. Hab verstanden, ich frag Sie. Sie warten auf Ihre Antwort. Daraus wird nichts. Das ist eine Falle! Ja, meine Herrschaften, es sieht nicht gut für uns aus. Sie lehnen es ab, uns eine Chemietoilette zur Verfügung zu stellen, die unter diesen Umständen eine gewisse Annehmlichkeit für uns wäre. Machen Sie diesem Schwachkopf klar, das sollte den Geiseln was zustoßen. Ich ihm persönlich den Schädel wegpuste. Ich glaube, die meinen es ernst. Ich würde mir überlegen, ob ich nicht doch drauf eingehe. Dafür habe ich die Unterstützung des Premierministers, Monsieur Jacques Chirac. Sie haben gehört, was er gesagt hat. Heute Nacht hat das Kommando neue Forderungen gestellt. Sie verlangen von der französischen Regierung die Zahlung von $1 Million. Außerdem verlangen sie, an Bord einer Boeing gebracht zu werden, wobei sie Botschafter Sénard als Geisel nehmen wollen, im Austausch für die anderen, die sie zuvor freilassen wollen. Ich verstehe durchaus, dass bei der praktischen Umsetzung Schwierigkeiten entstehen, aber der Anführer hier sieht das wohl anders. Für den Fall, dass das Ultimatum verstreicht, kann ich Ihnen versichern, dass das Kommando bereits ein Opfer ausgesucht hat. Und so wie ich das vermute, wird das wohl der Botschafter sein. Nämlich ich. Versuchen Sie, sie hinzuhalten. Verstehe. Sie waren doch mal Widerstandskämpfer. Also werden Sie unseren Kampf verstehen. Unsere Methoden. Sie verkörpern alles, wogegen wir gekämpft haben. Terror, Erpressung und Geiselnahme von Zivilisten. Ich verstehe nicht, was die scheiß Japaner da treiben. Was gibt's denn? Das Ultimatum ist seit 7 Stunden um, aber keiner wurde erschossen. Aber Yamada ist doch schon am Flughafen von Chipotle. Ja und? Da ist kein Flugzeug und keine Besatzung, das bringt gar nichts. Was hast du vor? Ich werde jetzt handeln. Auf algerische Art. Tödlicher, unerwarteter Terror. All das hat sich gegen 17.20 Uhr ereignet, als sich Sonntagnachmittag viele Menschen im Drugstore Saint-Germain aufhielten. Nach Zeugenaussagen hat sich der Attentäter im Restaurant im ersten Stock aufgehalten. Er soll plötzlich irgendetwas übers Geländer auf den Bürgersteig geworfen haben. Tote haben wir zwar keine gesehen, aber sehr viele Kinder und Frauen, die blutüberströmt in ihrem eigenen Blut lagen und die Polizisten dann sofort weggebracht haben. AFP? Im Namen des japanischen Kommandos Rote Armee bekenne ich mich zu dem Anschlag im Drugstore des Juden Marcel Bleustein-Blanchet. Sollten die Verhandlungen mit unserem Genossen in Den Haag in den nächsten 24 Stunden nicht zu einem Ergebnis führen, werden wir ein Kino in die Luft jagen, ohne eine weitere vorherige Warnung. Das japanische Kommando Rote Armee hat bereits traurige Berühmtheit erlangt. Erinnern wir uns nur an das Blutbad am Flughafen von Lod bei Tel Aviv im Mai 72, wo es 26 Tote und 86 Verletzte gab. Die Mitglieder dieser fanatischen Terrorgruppe sind zu allem entschlossen. Aufwachen! In anderen Worten, schon ihre erste Aktion bleibt in grauenvoller Erinnerung. Hallo? Ja, verstehe. Ich gebe die Informationen weiter. Die französische Regierung hat sich einverstanden erklärt, Ihnen eine Boeing 707 zur Verfügung zu stellen, die morgen früh in Amsterdam landen wird. Die Crew wird aus 3 Freiwilligen bestehen und
Man erwartet von ihnen ein Zeichen des guten Willens. Wir haben die Frauen gehen lassen. Weitere Freilassungen sind nicht drin. Es geht um was anderes. Sie möchten von ihnen eine Bestätigung, dass sie einverstanden sind, die Lösegeldsumme auf $250.000 zu reduzieren. Das ist ihre einzige Bedingung. 300.000 Dollar. Pack alles zusammen. Wir rücken ab. Macht schon. Beeilt euch. Schneller. Ich nehme an, Sie wissen, dass Präsident Georges Pompidou letzten Februar gestorben ist. Verhandlungen hob gestern Abend 22.30 Uhr eine Boeing der Air France vom Flughafen Schiphol Amsterdam ab. An Bord befanden sich die drei mit Maschinenpistolen bewaffneten japanischen Terroristen sowie Botschafter Furuya und das Lösegeld in Höhe von $300.000, also ungefähr 1,5 Millionen neue französische Francs. Ya viene la madrugada. Los gallos están cantando. Ich gebe noch zwei Bier. Soll ich es aufschreiben? Schreiben Sie es auf meine Rechnung. Ich bin davon überzeugt, dass die Revolution bald kommen wird. Ich spreche von der Großen. Sie wird von einer richtigen Koalition gemacht, einer internationalen. Da würde ich wahnsinnig gern dabei sein. Gut, herzlich willkommen. Du weißt, dass in Kolumbien die Bewegung 19. April in den Untergrund gegangen ist? Hm. Und deren Motto kennst du ja. Klar. Mit dem Volk, mit den Waffen, an die Macht. Zum Wohl. Zum Wohl? Basta ya, basta ya, basta ya que el Yankee mande. Basta ya, basta ya, basta ya que el Yankee mande. ¿Qué pasa con mis hermanos en México y Panamá? ¿Qué pasa con mis hermanos en México y Panamá? Sus padres fueron esclavos, sus hijos no lo serán. Basta ya, basta ya, basta ya que el Yankee mande. Basta ya, basta ya, basta ya que el Yankee mande. Y de pequeño aprendí a luchar por esta paz. Yo de pequeño aprendí a luchar por esta paz. De grande lo repetí y a la cárcel fui a parar. Basta ya, basta ya, basta ya que el Yankee mate. Basta ya, basta ya, basta ya. Hier arbeite ich. Als was? Ich arbeite als Haushaltshilfe. Dreimal die Woche. Ah, okay. Ist in Ordnung so? Ja klar, ist ja. In Ordnung, schon gut. Brauchst du Geld? Ich kann dir was geben. Ich verstehe nicht. Darüber will ich noch nichts sagen, aber ich kann dir helfen. Okay? Dann kannst du auf die erniedrigende Arbeit verzichten. Ja, gut. Ich muss los. Ist aber schade. Hm? غصن الزيتون في يدي
وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي لا تسقط الغصن الأخضر من يدي لا تسقط الغصن الأخضر من يدي Wer liefert die Waffen? Irak? Kannst mir vertrauen. Die revolutionären Zellen Deutschlands sind Verbündete der PFLP. Das weißt du sicher. Wir sind gegen den Friedensprozess im Mittleren Osten, genauso wie ihr. Arafat ist ein Hund. Du bist Buchhändler. Richtig? Aus Frankfurt? Ja, weißt du, wenn man es genau nimmt, leiste ich nur einen bescheidenen Beitrag zur Verbreitung der revolutionären Thesen. In einer Stadt, die nicht gerade empfänglich dafür ist. Reuters? Ich bin Sprecher des Kommandos Mohammed Bodia. Das ist nur eine Warnung gewesen. Das nächste Mal hat die zionistische Organisation El Al nicht so viel Glück. Wir haben bereits eine Mitteilung erhalten. Wer hinter dem Anschlag steht, nämlich eine kroatische Unabhängigkeitsbewegung. Wie geht's? Schlecht. Tja, Jungs. Ich habe gerade Reuters angerufen und die meinten, es hätte schon jemand die Verantwortung für den Anschlag übernommen. Wer? Kroatische Unabhängigkeitskämpfer, das war eine jugoslawische Maschine. Dann müssen wir es nochmal versuchen, möglichst bald. Das ist zu gefährlich. Ganz und gar nicht. Die werden nicht erwarten, dass wir schon so schnell wieder zuschlagen. Das wird unsere Schlappe vergessen machen. Und wir überraschen sie. Wollt ihr das wirklich? Dann brauchen wir aber einen besseren Standpunkt. Ich habe mir die Pläne mal angesehen. Die beste Position wäre hier auf der Terrasse. Obwohl es da immer sehr voll ist. Viele beobachten von dort die Flugzeuge. Vielleicht sollten wir die Aktion am Sonntag starten. Wenn es richtig überfüllt ist, dann könnte man besser untertauchen. Das ist nicht relevant, da ist das immer voll. Das spielt keine Rolle.
Wir sollten trotzdem bis Donnerstag warten, versteht ihr? Um die Polizeipräsenz einschätzen zu können. Nein, wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen Arafat diskreditieren, bevor es zu spät ist. Er verhandelt doch schon. Aber wir müssen die Panzerfaust in Stellung bringen. Und wir haben die Bullen im Nacken. Dann baut sie in der Toilette zusammen. Die LL-Maschine startet pünktlich. Wir kommen raus und eröffnen das Feuer. Das dauert höchstens 30 Sekunden. Es wird zu voll sein. Wir riskieren dabei, zu viele Menschen zu verletzen. Wieso denn? Nicht, wenn wir kühlen Kopf behalten. Aber das Risiko bleibt. Und das würde unserer Sache schaden. Und 30 Sekunden ist nicht lang. Wenn wir das tatsächlich in der Zeit erledigen wollen, dann brauchen wir eine leichtere Waffe. Also zwei Probleme sehe ich schon auf den ersten Blick. Wenn wir da raus wollen, müssen wir Geiseln nehmen. Die werden uns ein Flugzeug stellen und wir fliegen nach Bagdad. Der Plan ist doch geradezu perfekt. Was ist dein zweites Problem? Dass wir unsere Männer mit einer Operation in Gefahr bringen, die nicht gut genug geplant ist. Auf mich kannst du zählen. Auf mich auch. Wer soll schießen? Mulu. Er hat schon mal daneben geschossen. Er hat aber Mut. Und ich vertraue ihm. Bist du einverstanden? Aber klar doch. Also bis nachher. Entschuldigung, wir stehen alle an. Also bitte. Ja, danke. Danke. Warte. Warten Sie. Wo bleibst du? Ding nicht schnell. Das wurde auch nicht auf. Zeit. Ich treffe Sie. Innerhalb weniger Minuten war Orly umstellt. Die Einsatzkräfte waren in starken Truppenverbänden angerückt. Am frühen Abend traf auch Innenminister Poniatowski am Ort des Geschehens ein. Auf einem Zettel, den die Mitglieder des Kommandos unter der Toilettentür durchgeschoben hatten, stand die Forderung nach einem Flugzeug für den kommenden Morgen um 8 Uhr. Die Operation ist fehlgeschlagen. Und nirgendwo in der Presse wurde unsere Forderung erwähnt. Mach dich nicht verrückt. Die Nachricht ist schon angekommen. Arafat weiß, dass er sich auf keinen faulen Kompromiss einlassen kann. Arafat will sich unser Komitee schnappen und bestrafen. Mach dir keinen Kopf. Die kriegen das Flugzeug. Und morgen fliegen sie nach Bagdad. Die Iraker werden keine Landerlaubnis erteilen. Sonst müssen sie zugeben, dass sie beteiligt sind. Keine andere Hauptstadt wird sie aufnehmen. Die lassen unsere Männer nicht im Stich. Sie haben sich dazu verpflichtet. Die Verhandlungen dauerten die ganze Nacht. Erst am Morgen hatte man sich geeinigt. Zunächst wurden eine Frau und deren Tochter freigelassen. Die anderen Geiseln sollen nach und nach freigelassen werden. Danach wird die Maschine mit den Terroristen starten. Anna. Geht's dir gut? Was ist denn in dem Koffer? Tokarev. Was her?
sie in die Hand. Was denn? Traust du dich nicht? Wovor hast du Angst? Waffen sind dazu da, berührt zu werden. Berühr sie ganz sanft. Berühr sie. Eine Handgranate. Ne? Berühr sie. Ja. Haben sie dir das in Venezuela nicht beigebracht? Nein. Sie in den Mund. Komm schon. Ja, gut so. Mach den Mund auf. Spiel damit. Nein, mach die Augen nicht zu, mach sie nicht zu. Du könntest sterben. Nicht mit der Zunge, als mit den Zähnen. Das machst du gut. Spür sie. Und jetzt. Worüber lachst du? Über dich. Wieso das? Du und die Frauen. Du und die Waffen. Was findest du lustig? Waffen sind für mich zusätzliche Extremitäten. So wie meine Arme. Das habe ich im Trainingslager damals in der BK-Ebene gelernt. Und was sonst noch? Naja, ich habe auch noch gelernt, wenn man jemanden töten will, muss man schnell handeln und man muss genau auf die Nase zielen. Der Koffer muss da noch ein paar Wochen stehen. Sollte jemand fragen, was da drin ist, dann habt ihr keine Ahnung. Den Schlüssel nehme ich mit. Kommen Sie bitte mit. Reisen Sie oft nach Europa? Durchaus. Import und Export von persischen Teppichen. Glauben Sie, das wissen wir nicht? Sie kennen doch aber auch Wadi Haddad. Ich arbeite aber nicht für ihn. Was machen Sie dann bei ihm? Ich bin eine Art Vermittler. Vermittler? Für wen? Nureddin. Wer ist Nureddin? Der Vertreter der FPLP in Europa. Nureddin und weiter? Keine Ahnung. Ich kenne nur seinen Vornamen. Haben Sie ihn kontaktiert? So war es nicht. Er brauchte mich und hat mich kontaktiert. Und er bezahlt Sie auch? Ich hab Sie was gefragt. Keiner bezahlt mich. Ich helfe der palästinensischen Bewegung. Ihr Tipp war gut. Er arbeitet für Haddad. Nur gegen ihn in der Hand haben wir nichts. Die falschen Pässe reichen nicht aus, um ihn festzunehmen. Dann lassen Sie ihn gehen. Sollen die das in Paris übernehmen? Soll er auch seinen Koffer kriegen? Ich schicke Fotokopien an die DST. Und dann Selma? Ist sie weg? Mhm, gestern nach London. Bevor sie wiederkommt, soll ich weg sein. Sicher? Übrigens, ein Brief von ihr für dich. Willst du ihn nicht lesen? Nein, ich habe keine Zeit. Ich weiß schon, was drin steht. Was denn?
Ist nicht weiter wichtig. Sie wird sauer sein, weil ich mit ihr schlafe. Und Selma ist eine Spießerin, Carlos. Ja, aber als wir es zu dritt getrieben haben, war sie ganz schön freizügig. Und später durfte ich sie nicht anfassen. Sie hat sogar einen Vorhang zwischen die Betten gezogen. Hör mal, du musst mir helfen, die Waffen wegzuschaffen. Sie sind hier nicht mehr sicher. Ich muss sie woanders verstecken. Okay. Ich brauche die Tasche aus dem Bad. Holst du sie? Ja. Hattest du nicht die Schlüssel verloren? Habe ich das gesagt? Ja, als ich dich rausschmiss und sie wiederhaben wollte. Stell dir vor, ich habe sie wiedergefunden. Danke. Wofür? Dafür, dass du mir hilfst. Ich meine, trotz allem. Ich tue das nicht für dich, sondern für die Revolution. Aha. Was ist passiert? Haben dich deine anderen Geliebten vor die Tür gesetzt? Nein. Einer unserer wichtigsten Männer ist in Beirut verhaftet worden. Jetzt ist keins meiner Verstecke mehr sicher. Wieso kommst du dann zu mir? Weil niemand deine Adresse kennt. Also wird hier keiner auftauchen. Dann will ich wissen, was da drin ist. Vergiss es. Wenn du nicht willst, dass ich dich belüge, dann frag nicht. Wenn er hier bleiben soll, dann will ich wissen, was drin ist. Ich sag's dir nicht. Warum? Wenn du irgendwann mal gefragt wirst, kannst du sagen, dass du es nicht weißt. Ein Freund hat ihn bei dir gelassen. Einverstanden. Angenehm auf. Danke. Geh bitte Zigaretten holen. Bitte. Von einem Direktflug war nicht die Rede. Du solltest eine Zwischenlandung machen, so lautete die Anweisung. Damit hätte sich nichts geändert. Woher weißt du das? Ich bin aufgeflogen. Durch wen? Ich weiß es nicht. Den Mossad. Was redest du da? Du meinst, der Mossad hat dich entlarvt? Und warum haben sie dich gehen lassen? Ich habe ihnen gesagt, ich sei nur ein Bote. Aber sie haben dir nicht geglaubt. Sie haben nichts. Nur die falschen Pässe, das ist alles. Wo sind die Dokumente? Die habe ich hier bei mir. Wir müssen sie deponieren, wo es sicher ist. Du bist noch nicht aufgeflogen. Kümmere dich darum. Ich habe ein Schließfach in der Bank. Ich sorge dafür, dass keine Spur zu uns führt. Weder in Genf noch in London. Mm.
Hallo? Liegt was an? Nein, keine Neuigkeiten. Er müsste längst in London sein. Er wollte sich sofort bei mir melden. Ich habe 2 Stunden auf seinen Anruf gewartet und bin dann gegangen. Ach, dann haben sie ihn beim Zoll erwischt. Da bin ich sicher. Ich habe mit Wadi Haddad gesprochen. Er will das europäische Netzwerk auflösen. Seit der Festnahme von diesem Kerl in Beirut ist es ihm zu heiß geworden. Gerade angekommen. Konnte eben noch meine Sachen wegbringen. Gehen wir woanders hin. Ja, komm. Monsieur? Vielen Dank. André taucht nicht auf. Denkst du, er ist wieder im Libanon? Nein. Der hat Angst bekommen. Oder er hat sich irgendwo versteckt. Nein, das wäre das Blödeste, was er tun kann. Der Kerl ist ein Arsch, wird immer unzuverlässiger. Jetzt übertreib nicht. Quatsch, ich übertreib nicht. Siehst du nicht, welcher Gefahr er uns ausliefert? Hast du vergessen, was in Orly passiert ist? Der Kerl kennt keine Verantwortung mehr. Bisher hast du dich über ihn nicht beschwert. Weil ich blöd war. Ich war blöd, ich hatte schon früher meine Zweifel. Der Kerl ist gefährlich. Ich sag schon lange, dass der Typ gefährlich ist. Denn Maschinenpistole kennst du ja, hm? Nur vom Namen, aber ich habe sie noch nie vorher gesehen. Hey, hey, hey! Wiedersehen, Genosse. Ja, bis später. Mach's gut. Die Waffen sind mit Sicherheit heute Abend in Frankfurt. Okay. Die Bullen kennen dich nicht, also geh zu André und hol, was du kriegen kannst. Und dann bunkerst du es irgendwo in Deutschland. Mhm. Alles klar? Wenn irgendwas schief geht, benutzt du den. Sollten dich die Bullen in die Mangel nehmen, dann sagst du einfach, du würdest Genossen in Spanien helfen. Hier in Frankreich klappt das immer. Okay. Okay. Du bist also der Chef der revolutionären Zellen. Ich bin der andere Buchhändler. Was ist mit deinem Kollegen? Der ist noch drin. Der hat das Auto in Orly gemietet und die Bullen sind dahinter gekommen. Okay. Gute Fahrt. Danke. Kennen Sie den? Noch niemals gesehen. Der war aber in Ihrer Wohnung und hat den Schlüssel. Das ist ein Anwalt aus Deutschland. Er ist ein paar unserer Genossen behilflich. Ist ein anständiger Kerl. Sie haben kein Recht, ihm deswegen Schwierigkeiten zu machen. Er hat um sich geschlagen. Er war ja bei der richtigen Adresse. Habt ihr was über den Deutschen in Erfahrung gebracht? Nur, dass er einen falschen Pass hat. Er meint, er sei in Frankreich, um militanten Franco-Gegnern zu helfen. Wir liefern ihn aus. Die Deutschen wollen ihn verhören. Und den Libanesen?
Das entscheidet der Untersuchungsrichter am Montag. Ich will die Akte bis Freitag schließen und dann zu meiner Familie nach Toulouse. Ich bin dabei. David? Als wir Sie im Libanon verhört haben, sagten Sie, für einen Nureddin zu arbeiten, der die FPLP in Frankreich vertritt. Ich sagte, dass ich ihm ab und zu einen Gefallen tue. Das ist alles. Im Namen der palästinensischen Sache. Hatten Sie seitdem mit ihm Kontakt? Nein. Obwohl Sie für ihn Dokumente hatten? Sie wissen doch, dass ich in Beirut festgenommen und verhört wurde. Er ist misstrauisch. Ich werde in Zukunft nie wieder was von ihm hören. Das ist sicher. Ist das Nureddin? Sagen Sie nicht, dass Sie ihn nicht kennen. Das ist aber nicht Nureddin. Wer ist es dann? Ein flüchtiger Bekannter. Ein peruanischer Playboy. Wir haben was zusammen getrunken. Sein Name? Carlos Martinez. Und wo finden wir diesen Carlos Martinez? Ich kenne nur seine Freundin, nichts weiter. Sie ist eine Studentin aus Venezuela. Anselma Lopez. Wohnt er bei ihr? Da bin ich nicht sicher. Ihre Adresse? Nummer 9, Rue Toulier, in der Nähe vom Boulevard Saint-Michel. Na schön, das lässt sich hier überprüfen. Donatini, kommst du mal? Komm mit, wir müssen was überprüfen. Wo willst du hin? Ich wollte meine Dienstwaffe holen. Brauchst du nicht. Ist eine Routineuntersuchung. Ist auch schon spät. Wir nehmen kein Protokoll mehr auf. Jeder fährt dann nach Hause. Hol mal den Libanesen. Der soll uns begleiten. Ich sag dir, Edgar ist ein Spießer. Er redet zwar die ganze Zeit über Revolution, aber in Wirklichkeit interessiert ihn nur sein Studium des internationalen Rechts. Er will Unternehmen vertreten. Ist doch scheiße, ich könnte wirklich kotzen. Dann verlass ihn doch. Das ist nicht so einfach, wir sind verheiratet. Dann lass dich scheiden. Nein, das kann ich nicht. Und Geld habe ich auch nicht. Ich brauche einen Anwalt. Eine Aufenthaltsgenehmigung und vieles mehr. Du bleibst bei ihm. Was ist? Wenn das keine Bullen sind, sehen sie zumindest so aus. Was soll ich tun? Sieh du mal nach, Lima. Und das, das gibst du mir, gefällt. Guten Abend. Guten Abend, Polizei. Gibt's ein Problem? Kein Problem. Wohnt Anselma Lopez vielleicht hier? Tja, die ist vor 2 Wochen nach Venezuela geflogen. War's das? Noch Fragen? Können wir reinkommen? Guten Abend. Guten Abend.
Wollen Sie noch ein Glas mit uns trinken? Nein, vielen Dank, aber ich würde gerne mal Ihre Pässe sehen. Aber sicher. Sind Sie Carlos Martinez? Ja. Peruaner? Stimmt. Kennen Sie vielleicht einen Libanesen, der Michel Mukabal heißt? Nein. Ich kenne keine Araber. Aber er kennt Sie. Er hat uns diese Adresse genannt. Ist merkwürdig, ich hasse nämlich Araber. Aber hier sehe ich ein libanesisches Visum. Sie waren mehrere Tage in Beirut. Ich darf doch wohl als Tourist verreisen, oder? Und das hier sagt ihm gar nichts? Sollte mir das irgendwas sagen? Sind Sie das nicht auf dem Foto? Kann ich nicht sagen. Sie sind es nicht. Ich bin's nicht. Sieht aber aus wie Sie. Für Sie ähneln sich doch alle Südamerikaner, oder? Jetzt haben Sie uns aber genug verarscht. Nicht in diesem Ton, ja? Ich spreche mit der peruanischen Botschaft. Sie wissen wohl nicht, wer mein Vater ist. Sie behaupten, dass Sie nicht der auf dem Foto sind? Ja, das bin ich nicht. Gibt's ein Problem mit dem Libanesen? Das können wir Ihnen nicht sagen. Wo ist er? Ganz in der Nähe, im Auto vor der Tür. Bringen Sie ihn hoch. Dann sehen wir, ob er mich kennt. Geh ihn holen. Sagen Sie, wollen Sie nicht vielleicht doch ein Whisky? Ja, aber nur einen Schluck. Ich sehe, machen Sie aus Ihrer Überzeugung keinen Hehl. Wir vertreten die militante Internationale. Ohne Gewalt. Und Sie? Was ist Ihre Überzeugung? Ich habe keine politische Überzeugung. Aber Sie sind Polizist, oder? Ich sorge für die Sicherheit anständiger Leute. DST, nicht? DST. Schon gut. Kennen Sie ihn? Ich bin ihm noch nie begegnet. Und Sie?
Er ist es. Er ist der Mann auf dem Foto. An ihn habe ich meinen Aktenkoffer ausgehändigt. Warum? Hauen wir ab. Geh, schnell. Ich zieh weg hier. Amparo. Ja? Amparo. Dann kaufe ich mit. Ilic. Ich brauche eine Zigarette. Okay. Was ist passiert? Das kannst du morgen in der Zeitung lesen. Ich verstecke mich hier, bis ich Frankreich verlassen kann, okay? Gut. Wo ist der Koffer? Der liegt unterm Bett. Bring ihn her. Oh Gott, ist der schwer. Ilic. Ilic, jetzt. Jetzt sag doch irgendwas. Musst du für mich morgen früh zur Post bringen. André ist tot. Wer war's? Ich war's. Sie hatten ihn verhaftet. Leider hat er gesungen und die Bullen in die Rue Tollier geführt. Ich musste mir den Weg freischießen. Was hätte ich denn tun sollen? Ich hab dir ja gesagt, dieser Hurensohn ist ein Feigling. Du verlässt sofort Paris. Für heute Nacht habe ich ein Versteck, aber das Latino-Viertel ist umstellt. Jetzt heißt das Sie oder ich. Wenn Sie mich finden, knallen Sie mich ab. Was soll ich tun? Sag allen Bescheid. Sie sollen sich aufs Land zurückziehen, bis sich die Lage beruhigt hat. Und alle Dokumente, die du hast, vernichtest du.
Machen wir Schluss. Ich rufe an, wenn ich Frankreich verlasse. Ciao. Hey, was machst du denn hier? Hey. Schon das Neueste gehört? Nein. Kannst du mich verstehen? Nein? Komm mit. Ich habe drei Bullen umgelegt. Und einen scheiß Araber, der mich verraten hat. Und das mache ich mit jedem, der mich verrät. Du musst mir einen Gefallen tun. Schreib ans Selma. Und sag ihr, sie soll in Venezuela bleiben. Wenn sie da bleibt, passiert ihr nichts. Ich werde eine Weile untertauchen. Aber ich komme wieder. Hast dich verändert. Nichts tun ist nichts für mich. Das sehe ich. Bist du jetzt Alkoholiker? Sind Sie jetzt oberster Richter? Ich habe das Gefühl, dass du jetzt Richter spielst. Und schnell Urteile fällst. Wer hat dir erlaubt, André zu exekutieren? André war ein Verräter. Er hat gekriegt, was er verdient hat. Er hat für die Mossad-Juden gearbeitet. Und der DST hat auch profitiert. Für seinen Verrat musste er zahlen. Dafür gibt es keine Beweise. Wenn er dich wirklich verraten hätte, wären die Bullen bewaffnet gewesen. Was? Er hat mich in meiner Gegenwart verraten. Sie hätten dabei sein sollen, der Kerl hatte die Hosen voll. Er war von jeher ein Feigling. Hat ihr Vertrauen gar nicht verdient. Ich entscheide, wem ich vertraue. Ich entscheide das. Wer bist du, dass du es wagst, so zu reden? Du hast nur meine Befehle auszuführen und sonst nichts. Nur ich entscheide über Leben oder Tod, nicht du. Ich entscheide auch, ob du eliminiert wirst oder nicht. Ich habe immer das Gesetz der Waffe akzeptiert. Aber lieber würde ich für unsere Sache sterben. Ich habe alles geopfert. Und das wissen Sie. Für mich gibt es kein Zurück. Du bist jetzt ein Star in den westlichen Medien. Der berühmte Carlos. Lieber würde ich eine spektakuläre Operation durchführen. Die Chance dazu sollst du bekommen. Du bist intelligent und mutig. Nur fehlt es dir an Disziplin.
Und vorsichtig bist du auch nicht gerade. Du musst noch lernen. Komm mal mit. Das ist Khalid. Wir können offen vor ihm reden. Wir bereiten gerade eine große Operation vor. Und ich möchte dir die Verantwortung dafür übertragen. Das neue irakische Oberhaupt Saddam Hussein ist entschlossen, die kurdische Unabhängigkeitsbewegung zu zerschlagen. Er bereitet einen Krieg gegen den Iran vor, der die Kurden unterstützt. Und dafür braucht er jede Menge Geld. Er möchte gerne eine Erhöhung des Ölpreises um 30% durchsetzen. Da werden die Saudis nicht mitspielen. Deshalb müssen wir ja auch ihren Ölminister loswerden, Scheich Yamani. Wenn der erstmal beseitigt ist, werden die anderen OPEC-Staaten sich Saddam anschließen. Das nächste Treffen der OPEC-Staaten ist im Dezember in Wien. Wir werden den Minister als Geisel nehmen, unter dem Deckmantel einer palästinensischen Operation. Nur die Mitglieder der Kommandogruppe werden das wahre Ziel kennen. Und das wäre? Wir beschaffen uns ein Flugzeug, schicken die Minister in ihre jeweiligen Länder zurück, wo sie eine Scheinsolidaritätserklärung mit der palästinensischen Sache verlesen. Aber unsere wahre Mission wird es sein, Scheich Yamani zu exekutieren. Gemeinsam mit Dr. Jamshid Amusegar. Dem iranischen Ölminister. Und unser endgültiger Bestimmungsort? Bagdad. Das käme ja fast einem Bekenntnis gleich. Was, wenn Sie einen Rückzieher machen? Ich habe Saddam Husseins Ehrenwort als Soldat. Er fürchtet sich vor nichts und niemandem, anders als sein Vorgänger Hassan al-Bakr. Und er hat die volle Unterstützung von Oberst Qadi aus Libyen. Saddam hat von dir gehört. Er war beeindruckt. Und er möchte, dass du das Kommando übernimmst. Du hast 4 Männer in Paris getötet. Er traut dir auch noch 2 weitere zu. Ich fühle mich geehrt. Das solltest du auch. Er macht selten Komplimente. Und Khalid? Was ist seine Aufgabe? In München ist der Leiter des Kommandos bei einem Anschlag ums Leben gekommen. Die ganze Operation ist fehlgeschlagen. Khalid wird noch seine Instruktionen erhalten. Und falls dir was zustoßen sollte, wird er übernehmen. Aber bis es soweit ist, wirst du dich erst mal wieder in Form bringen. Sieh dich doch an. Du bist ein Wrack. Du bist fett geworden. Ja, ich weiß. Ich gebe dir 3 Monate. Bis dahin wirst du wieder ein richtiger Soldat und kein Mythos für die Medien. Wir werden 3 Wochen im Ausbildungscamp verbringen. Trainiert wird jeden Tag. Es gibt keinen Alkohol und auch keinen Tabak. Wir machen aus dir einen neuen Menschen. Jede Menge gute Kämpfer. Uns läuft die Zeit weg. Zum Glück haben wir ja noch die revolutionären Zellen Deutschlands. Mein Junge, was ist los? Wie hältst du dein Gewehr? Immer den Feind im Auge behalten. Blick und Schussrichtung sind eine Linie. Was Neues von eurem Mann? Dem anderen Buchhändler. Das weißt du noch? Sie hatten nichts gegen ihn in der Hand. Ich habe ihn in Andres Wohnung geschickt, um da aufzuräumen, ehe die Bullen kommen. War nur leider zu spät. Die französischen Bullen haben ihn einen Tag festgehalten. Dann konnte er wieder gehen. Dann kennen Sie ihn jetzt. Und beobachten ihn. Und weiter! Du und Boni, ihr seid leicht zu identifizieren. Ihr nehmt an unserer Operation nicht teil. Angie ist nicht identifiziert worden. Ich vertraue ihm. Ich hatte mit ihm in Paris und London zu tun. Wir können uns auf ihn verlassen.
Also nimm schnell mit ihm Kontakt auf, wenn du wieder in Frankfurt bist. Nada. Sie wird mit uns nach Wien gehen. Ich habe sie selbst ausgebildet. Was, eine Frau? Eine Deutsche. Sie wird nicht auffallen. Eine linke Studentin? Ich bin Kämpfer wie du. Ich habe 2 Jahre im Knast in Westdeutschland verbracht. Deswegen? Drogenmissbrauch? Nein. Ich habe auf den Bullen geschossen. Bei einem Überfall. Ich hatte leider Pech, habe ihn nur verwundet. Wann bist du angekommen? Mein Flieger ist vor 3 Stunden gelandet. Weißt du, was in Beirut los ist? Ich lese Zeitung. Die Lage war noch nie so beschissen für den palästinensischen Widerstand. In Beirut soll die letzte Schlacht geschlagen werden. Die Juden und die Kollaborateure der gemäßigten arabischen Länder haben beschlossen, unsere Kameraden zu vernichten. Die Erdölstaaten könnten uns helfen. Sie haben Schiss und halten sich aus dem Kampf raus. Die PFLP plant eine Operation, die sie wieder auf unsere Seite bringen würde. Was für eine Operation? Eine Geiselnahme der Erdölminister der OPEC bei ihrer nächsten Konferenz in Wien. Das ist ja völliger Wahnsinn. Ich meine, die werden uns abknallen, bevor überhaupt an die Minister rankommen. Nein. Es ist schwierig, aber realistisch. Wir haben solide interne Verbindungen. Die PFLP kennt das gesamte Sicherheitssystem. Das neutralisieren wir, bevor sie reagieren können. Dann müssen die Staaten verhandeln. Und unsere Verbündeten haben die Oberhand. Und warum ich? Wadiadat hat Carlos zum Anführer der Operation bestimmt. Die revolutionären Zellen haben sich verpflichtet, 2 Männer bereitzustellen. Carlos besteht darauf, dass du einer davon bist. Er vertraut dir. Wer ist der andere? Der andere wird deine Frau sein. Nada. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr da macht. Die Besetzung des OPEC-Hauptquartiers und die Geiselnahme der Minister wird bei dieser Operation nur von zweitrangiger Bedeutung sein. Richtig ernst wird es erst, wenn wir von Wien wieder abfliegen. Also, wir werden jeden Minister an sein Land ausliefern, nachdem er zuvor die palästinensische Erklärung verlesen hat. Und wenn sich einer von denen widersetzt? Dann wird er exekutiert. Und danach fliegen wir weiter in die nächste Hauptstadt. Und wenn der Anschlag schief geht? Was, wenn die Geiseln Widerstand leisten? Wer Widerstand leistet, wird von uns exekutiert. Wenn jemand unsere Befehle nicht sofort befolgt, wird er exekutiert. Und wer in Panik gerät, wird er exekutiert. Auch wenn ein Mitglied des Kommandos meine Befehle nicht befolgt oder sich im Vorfeld meinen Anweisungen widersetzt, wird er exekutiert. Okay, aber ich bin kein Mörder. Und ich denke auch nicht dran, einer zu werden. Bist du Soldat? Ein politisch Militanter? Wir sprechen hier von militärischen Mindestanforderungen an einen politischen Kampf. Dann ist wohl alles klar. Ja, durchaus. Bis 19. oder 20. Dezember muss die ganze Operation stehen. Der 20. ist mein Geburtstag. Tatsächlich? Mhm.
Willkommen in Wien. Danke. Ich danke Ihnen. Das hatten Sie angefordert. Sehen Sie her. Magazin rein, durchladen und fertig. Okay, mein Freund? Und das ist der Plan des Gebäudes. Der Konferenzsaal befindet sich im zweiten Stock. Das hier ist die Haupttreppe. Es gibt drei Aufzüge, die man leicht blockieren kann. Wenn Sie einen Schützen hier postieren, können Sie damit beide Eingänge kontrollieren. Und Ihnen kann nichts passieren. Unser Geschäftsträger, Riad Al-Assawi. Ist mir eine Ehre, den berühmten Carlos kennenzulernen. Ich bin nur Soldat für unsere Sache. Unser Anführer Saddam Hussein spricht sehr oft von ihm in letzter Zeit. Er hat die Presse verfolgt. Er sollte nicht alles glauben, was in der Presse steht. Er sagt, dass sie mutig sind und besonnen. Er sagt, dass wenn es drauf ankommt, sie auch bereit sind abzudrücken. Und er sagt auch, dass sie durchaus in der Lage sind, die Last dieses historischen Augenblicks auf ihren Schultern zu tragen. Yamani wird heute Morgen hier landen, gemeinsam mit Amusigar, diesem Hund. In 2 Tagen starten sie ihre Operation. Nummer 1 bin ich. Ich nehme eine Maschinenpistole und eine Browning. Nummer 2, Khalid. Du nimmst dasselbe, eine Maschinenpistole und die andere Browning und 2 Granaten, okay? Nummer 3, Youssef. Du nimmst dir den Sprengstoff. Und die Tokarev. Wenn wir dann im Saal drin sind, bereitest du die Sprengung vor, damit wir, wenn es drauf ankommt, alles in die Luft sprengen können. Verstanden? Ja. Nummer 4, Nada. Du nimmst eine Tokarev. Denk dran, du blockierst die beiden Aufzüge und kommst dann zu uns in den Konferenzsaal, klar? Nummer 5, Angie. Du nimmst dir einen 45er Colt, den Revolver da drüben und 2 Handgranaten. Du wirst die Leute in den Konferenzsaal scheuchen. Und achte auf die Zivilbullen, klar? Okay. Nummer 6, Joseph. Du nimmst dir 2 Handgranaten und die Maschinenpistole. Okay. Ich hab Schiss vor Carlos. Menschenleben zählt nichts für den. Ein Soldat, ein Anführer. Du unterstehst seinen Befehl, du musst machen, was er dir tut. Ja, und ich bin politischer Aktivist. Ich mag weder die Armee noch mag die Soldaten. Ich kämpfe in der Sache. Ja, das tut er auch. Ja, ich wäre mir ganz sicher. Zum Geburtstag. Den trinkt ihr in der Hand und denkt dabei an mich. Alles klar, wir sind angekommen.